Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und ich mache weiter Drachenjagden. Ich muss ja 100 Stück Minimum machen, um mir alle möglichen Sachen überhaupt im Kampagnenladen aussuchen zu dürfen, weil die neben den ganzen Reagenzien, die man hier beim Drachenjagen erbeutet, braucht man auch noch eine gewisse Anzahl an getöteten Drachen, um sich bestimmte Gegenstände kaufen zu können. Toll. 100 Drachen killen. Eieiei. Und diesmal ein blauer Drache. Blau heißt Britzelschaden, also Elektrizität. Ei, das wird auch nicht schön. Immer den ersten Tisch mit dem kleinen Kristall anklicken, um Modifikatoren reinzupacken. Und es sollten auch nur die Modifikatoren überhaupt reingelegt werden, die den höchsten Rang haben. Denn aufgewertet auf Rang 3 ist der Loot garantiert. Man bekommt Reagenzien von den Drachen, hat man so hier wie ich so ganz einfache, denn ist das nur eine Chance von 20% oder 50%. Das sollte man dann sein lassen und man kann auch eben nichts reinpacken und einfach nur bereit drücken und der mit den höchsten Modifikatoren legt alles rein. Wird man getötet, erscheint ein Todesalb, Ausdauer ist verringert und eine zufällige Charakterkraft wird deaktiviert. Yay, ich freue mich. Scheiße. Fuck. Ja. So, 3, 2, 1, meins. Wir werden in das Gebiet des Drachen gezogen. Ich finde es echt schön, dass die Gebiete wirklich immer den Drachen angepasst sind. Hier britzelt überall die Elektrizität. Einmal durchs Feuer gehen. Sich von irgendwelchen Debuffs befreien. Totenschädel, die man vorher aufgebaut hat oder so, wegmachen und dann das Türchen anklicken und sammeln. Am besten man bufft sich hier noch und ich finde es wirklich ein Witz, dass die Kampagne Gegenstandsstufe 18.000 hat, auch wenn man rauf oder runter skaliert wird hier. Man braucht Segenspunkte aus den Kampagnen. Man braucht die richtige Ausrüstung aus höheren Kampagnen. Das wird hier nix, wenn man ein Team hat, die alle wirklich gerade auf der Gegenstandsstufe von 18.000 sind. Das ist eigentlich was für Leute mit Gegenstandsstufe von, na sagen wir mal, 60, 65, 70, 75.000. Die können hier bestehen, ohne dass man hunderte von Schriftrollen nehmen muss. Aber je niedriger man ist, desto weniger Segen hat man, desto weniger vernünftige Ausrüstung mit vernünftigen Boni hat man. Und erst recht keine, wie ich immer sage, GS-Pusher-Ausrüstung, die nur Gegenstandsstufe erhöht, aber irgendwie einen Boni, einen Anlegen-Bonus drauf hat, der nichts taugt. Das macht keinen Sinn, aber der Drache hier, der blaue, legt lustige Elektrizitätsfelder überall ab. Und da darf man auf gar keinen Fall drinstehen. So. Die Todesalben, die entstehen, falls ein Spieler stirbt, die sind eher so stationär. Das heißt, die bleiben da auch stehen, wo sie sind. Kann man also einfach nur weggehen, aber man hat es halt auch oft, dass man einen im Rücken stehen hat, der einen immer so ein bisschen anpiekst. 75% Trefferpunkte, er verschwindet wieder. Wir müssen auf den Zwischengang. Das mit diesem Gesocks hier rumschlagen. Ja, aber das läuft. Noch läuft's. So, und mit dem Totenschädel darf man auf gar keinen Fall irgendwie weitergehen, sondern auch da nicht nur Heilsteine, Heiltränke, sondern man braucht auch die Altare, die einen von der Wiederbelebungskrankheit befreien. Denn mit so einem Totenschädel 20% weniger Schaden machen, 20% mehr Schaden erleiden, ist schon richtig böse hier. So, riesige Elektrizitätsflächen am Boden, nicht drinstehen. Manchmal reicht schon eine Fußspitze. Und manchmal ist leider auch der rote angezeigte Bereich nicht der Bereich, der wirklich Schaden verursacht. Huha, ey, huha. Okay, okay, okay. Heilenden Engel raus.
weil falls mir wieder meine ganzen Fähigkeiten genommen werden, was relativ oft passieren kann, wie jetzt, dann kann ich nichts tun. Uiuiuiuiui. Wir müssen ihn jetzt auf 50% Trefferpunkte runterprügeln, damit er wieder verschwindet. Aber der Drache gibt sich Mühe, indem er auch seinen Elektrizitätsatem da rausballert mit seinem Schwanz und schlägt. Und vor allem, wenn der ganze Bereich rot ist, wird man so weggepusht und landet meistens sogar in so einer Elektrizitätsfläche, als wenn er genau wüsste, wo man denn steht und wo er einen hinpushen muss, um einen wirklich den größtmöglichsten Schaden auszuteilen. Der ist echt fies. Na, er ist weg. Okay. Huch, okay, ich will nicht vorlaufen. Macht ihr das mal? Macht ihr das mal bitte? So, wieder diese Zwischengruppen. Die gehen eigentlich, aber nerven und ab und an kriegt man da halt auch aufs Maul. So dass man als Heiler eigentlich nie hier seine Göttlichkeit oder so aufbauen kann. Das ist schon doof. Gleich mal wieder den Engel raus. Und jetzt müssen wir ihn runterprügeln. Oder er uns. Wir gucken mal. Ui, 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 ui. So, wenn er sich nicht bewegt, das ist ja ganz cool. Aber jetzt wird schon wieder anders hier. Und so, jetzt fliegt er über uns. Ich müsste nur nach oben gucken, um ihn zu sehen. Aber ich will lieber meine Gruppenmitglieder hier im Blick haben. Da landet wieder riesige Elektrizitätsfelder. Neverwinter ist ja auch ein Bewegungsspiel. Deswegen rennen wir hier hin und her und hin und her. Zumindest versucht der Tank auch immer den Drachen so zu stellen, dass die Idee ist, wenn sie hinter dem Drachen stehen, im Kampfvorteil nicht in den Elektrizitätsfeldern stehen. Also Stellungsspiel, Bewegungsrate, Verteidigungswerte, die richtigen Schadensanlegeboni auf den Klamotten. Also hier braucht man wirklich alles. Ja, schmeiß mich ruhig in die Elektrizität rein. Echt jetzt? Oh. Hammer, Hammer. Ja, und gleich noch wieder ein oben drauf. Und noch ein Aal. Alter. Ja, dreh ruhig auf. Flügel schlagen, uns verhauen und so. Und selbst wenn er fliegt, ihr könnt einfach nochmal irgendwie auf ihn draufhauen. Auch als Nahkämpfer. Also da muss man jetzt nicht irgendwie eine Fernkampfwaffe oder sowas haben. Das geht schon, der nimmt Schaden, aber... Alter, hör doch mal auf, mich immer wegzustoßen, du. Au, hör auf damit. Echt jetzt. Die ganze Fläche ist voll mit diesen Elektrizitätsdingern. Ich fass es nicht, ey. So, da ist er jetzt. Wir haben ihn fast. Und nochmal hinlegen, alle. Super, danke. Oh Mann, ey. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Wow. Aber er ist tot. Er hat es geschafft. Cool. In der Kiste ist irgendwie für mich zumindest nie was drin. Das Beste, glaube ich, ist ein legendärer großer Splitter der Ermächtigung. Oder ein Diamant oder sowas. Aber ansonsten ist das hier echt aua, aua, aua. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.